Jo Leute und willkommen zu meinem Guide dazu, wie ihr Replays speichern könnt, wie ihr sie auf die SD-Karte der Switch und damit auf euren PC bekommt, wie ihr sie von da an verbreiten könnt, wie ihr sie mir zur Replay-Analyse einsenden könnt und wie ihr sie in Adobe Premiere Pro öffnen könnt. Da braucht man nämlich einen kleinen Trick, aber all das werde ich euch jetzt möglichst kompakt erklären. Diesen Screen hier, den sollte jeder kennen, den findet ihr nach jedem Match an. Da müsst ihr den A-Knopf oder einen beliebigen anderen Knopf drücken, um so diesen Screen zu bekommen. Dann müsst ihr ihn erneut drücken und dann seht ihr diesen Screen und hier müsst ihr den Y-Knopf drücken. Dann werdet ihr gefragt, möchtest du eine Wiederholung dieses Kampfes speichern? Da ist standardmäßig Nein ausgewählt, müsst ihr Ja auswählen, ganz einfach. Und dann wird die im Truhenmenü für euch verfügbar sein. Dann müsst ihr zu Truhe navigieren, wenn ihr Zugriff auf euer Replay haben wollt. Geht zu Wiederholungen, geht nochmal auf Wiederholungen und kommt dann zu diesem Menü. Hier könnt ihr dann alle eure Wiederholungen, die ihr gespeichert habt, sehen. Ihr könnt auch mit dem X-Knopf verschiedene Filter anwenden und ihr seht auch schon immer, wie lang ging der Kampf, welche Charaktere haben gespielt, wo fand der Kampf statt. Und wir nehmen jetzt einfach mal unser Beispiel-Replay hier und schauen, was ihr dann machen müsst. Ihr könntet euch das einfach so anschauen, ihr könnt mit dem X-Knopf euch Details anschauen. Aber was für euch relevant sein wird heute, ist das Video-Erstellen-Tool. Ihr könnt dann einstellen, wollt ihr die Spielanzeigen drin haben, wollt ihr die Musik an- oder aushaben. Wenn ihr mir Replays einsendet, schaltet ihr diese bitte aus und lasst die anderen an, die Qualität hoch. Ich denke, das sollte alles selbst erklärt sein. Und dann müsst ihr eben mit dem Plus-Knopf bestätigen, könnt einen Titel vergeben. Ich nenne es jetzt einfach mal 1, braucht ihr die Datei ja dann eh nicht. Und dann wird er nach einem schönen Tipp und einem Ladescreen hierhin weitergeleitet. Da seht ihr den Countdown, den könnt ihr nicht mitcapturen. Und jetzt habt ihr einen Haufen Einstellungen, die ihr alle verwenden könnt. Aber es bietet sich nicht an. Erfahrungsgemäß wird es dann relativ beschissen. Es ist besser, wenn ihr es einfach alles so lasst, wie es ist, den Controller nicht anfasst und wenn ihr mir Replays einsendet, dann tut das auch. Ihr könntet auch den A-Knopf drücken, damit bewirkt ihr, dass ihr am Anfang nicht aufnehmt und dann erst zwischendrin, ihr könnt quasi die Aufnahmen immer pausieren oder weiterlaufen lassen, indem ihr den A-Knopf drückt, das Replay läuft dabei weiter und wenn ihr jetzt auf den Plus-Knopf drückt, seht ihr hier schon Videokonvertierung. Und genau das wollen wir tun. Wir drücken den Plus-Knopf und warten ab, bis der Kampf zu Ende ist. Ihr könnt dann halt das Ende wegschneiden mit A, die paar Sekunden abwarten. Man könnte es auch abbrechen, aber das ist nicht so wichtig. Und dann habt ihr das Replay. Hier ist alles noch unverändert. Hieran habt ihr jetzt gar nichts verändert. Ihr müsst zurückgehen und zu Videos navigieren. Unter Videos findet ihr schon alle Replays, die ihr euch gespeichert habt. Da meine Aufnahmen immer von Anfang an laufen, seht ihr schon immer fast dasselbe Thumbnail und hier haben wir jetzt das, was wir erstellt haben, die 1 geht 10 Sekunden, können wir uns hier anschauen. Das ist jetzt eine Videodatei, das behaltet ihr auch. Wenn ihr ein Update durchführt, das ist euch jetzt sicher für immer. Außer ihr löscht es aber. Das solltet ihr nur tun, wenn ihr Speicherprobleme habt. Und dann schauen wir gleich, was ihr von nun an tun müsst. Als nächstes müsst ihr eure Nintendo Switch ausschalten und aus der Docking Station nehmen. Auf der Rückseite eurer Switch findet ihr unter dem Plastikständer einen SD-Slot. Falls sich da keine Micro-SD-Karte befindet, müsst ihr euch eine organisieren und das Video erneut konvertieren. Diese Micro-SD steckt ihr nun in euren Computer. Möglicherweise benötigt ihr einen Adapter. Wenn ihr nun die SD-Karte aus eurer Switch in den PC gesteckt habt, Wenn ihr nun die SD-Karte aus eurer Switch in den PC gesteckt habt, findet ihr auf ihr den Ordner Nintendo. Den öffnet ihr, geht zu Album, dann zu Extra, warum auch immer das unter Extra ist und nicht unter dem entsprechenden Jahr. Geht zu diesem Ordner, der warum auch immer so heißt, wie er eben heißt. Geht zu dem entsprechenden Jahr, in dem ihr das Replay gespeichert habt. Geht zu dem Tag, zu dem Monat, an dem ihr das gespeichert habt. Und dann zu dem Tag, so haben wir es, und findet hier das Replay mit einem relativ komischen Dateinamen. Ihr seht schon, das ist unser Replay. Ja, wie wir schon oft genug gesehen haben, ich habe einfach nur SD, damit wir ein Beispiel-Replay haben, mit dem wir arbeiten können. Gut, und wie ihr schon sehen könnt, das ist tatsächlich eine relativ normale MP4-Datei. Warum sage ich relativ normal? Es gibt ein paar kleine Probleme mit der Datei, wenn ihr sie in Premiere Pro verwenden wollt, aber dazu kommen wir gleich.
Wenn ihr wollt, könnt ihr mir nun das Replay einsenden und ich werde eine Replay-Analyse dazu in einem entsprechenden Video machen. Dabei müsst ihr es an die E-Mail-Adresse schicken, die ihr hier oben sehen könnt, nämlich wikipedia-replays@gmail.com. Der Betreff sollte Replay-Analyse lauten, sonst kann es sein, dass ich eure E-Mail nicht entdecken werde, gerade wenn es dann später mehr wird. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch etwas dazu schreiben, wie zum Beispiel, sprich bitte darüber und dann eben irgendwas, was euch persönlich schon aufgefallen ist oder irgendwelche Anmerkungen wie, ja, ich musste erst reinkommen oder, ja, das war ein Grand Final und schade, dass ich nicht gewonnen habe oder keine Ahnung, alles Mögliche. Ich werde dann versuchen, das im Video eben zu erwähnen, zu berücksichtigen, je nachdem, was ihr eben dazu schreibt. Und ja, genau. Was ihr dann eben noch machen müsst, ist ganz einfach die Datei per Drag and Drop da reinziehen. Und das war's dann auch so ziemlich. Also das sollte jeder hinbekommen. Dann klickt ihr auf Senden, schickt mir die E-Mail und gut ist. Wenn ihr jetzt aber die Datei in einem Schnittprogramm wie Adobe Premiere Pro verwenden möchtet, kann es passieren, dass ihr Probleme bekommt. Hier zum Beispiel seht ihr, kommt eine Fehlermeldung. Und ich zeige euch jetzt, was ihr dagegen tun könnt. Und zwar gibt es da ein Programm namens Handbrake. Ich verlinke euch das am besten auch in der Videobeschreibung. Und das öffnet ihr dann ganz einfach, nachdem ihr euch das auf eurem PC installiert habt. Öffnet das per Drag and Drop. Die Datei wird darin geöffnet. Hier könnt ihr einen Haufen Zeug einstellen. Wichtig ist aber nur, dass ihr zu Videos geht. Die Framerate auf Constant stellt das auf 60 FPS, dann wählt ihr noch einen Speicherort aus, indem ihr auf Browse drückt, das solltet ihr alles hinbekommen, dann könnt ihr auf Start Encode drücken, jetzt kommt eben die Fehlermeldung, weil ich das eben nicht ausgewählt habe und dann sollte das für euch eben so umwandeln, dass ihr das ohne Probleme wie eine ganz normale MP4-Datei, was es dann halt auch einfach nur noch ist, verwenden könnt. Falls es bei euch nicht voreingestellt ist, dann müsst ihr den Preset auch noch auf General Fast 1080p 30 stellen oder eben einen anderen auswählen, wenn ihr denkt, etwas anderes passt besser zu dem, was ihr euch wünscht. Aber ich verwende den und gehe dann eben hier immer noch zu Videos und nehme diese Einstellung vor und dann könnt ihr die Datei, wie gesagt, ohne Probleme verwenden. So, jetzt sind wir auch schon durch, sind vielleicht etwas ins Detail gegangen, könnte etwas langweilig geworden sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr jetzt in der Lage seid, eure Smash Replays auch ohne eine Capture Card so zu verwenden, wie ihr euch das vorstellt. Wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst doch einfach ein Like da, teilt es mit euren Freunden und wenn ihr den Eindruck habt, dass der Kanal auch sonst was für euch sein könnte, dann lasst am besten auch ein Abo da. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, ciao.